Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Montag, der 18. Januar. Wir steigen jetzt in das fünfte Kapitel des Hebräerbriefes ein. Das ist der Anfang des großen Abschnittes über Jesus, den Hohenpriester. Der Hohepriester ist eine prägende Gestalt des jüdischen Volkes von der frühen Königszeit an unter den Nachfolgern von König David, Salomo zumal, haben sich da die Dinge etabliert. Mose selber und Aaron waren ja aus dem Stamm Levi und in der Königszeit bereitet sich unter Abjatar und dann später unter Zadok eine Priesterdynastie vor, deren Oberhaupt erblich die Hohepriesterwürde bekleidete bis in die Zeit Jesu hinein und bis zur Zerstörung des Tempels. Das war dann wie mit allen Dynastien, da gab es Glanzlichter und gute Leute und es gab auch Durststrecken und dunkle Zeiten und das Priestertum hat sich auch versündigt am Volk und an Gott und das hat einen Widerhall und einen Widerschein in der heutigen Lesung. Jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist. Deshalb muss er für sich selbst ebenso wie für das Volk Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden und wurde von Gott angeredet als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, der hohe Priester, wie ihn die Leute kannten vor Jesus und auch noch ein paar Jahre nach ihm, der sollte, so war die Erwartung, weil er aus den Menschen genommen war und für die Menschen bestellt, Verständnis für die Schwächen und Sünden des Volkes, für das er seinen Dienst tat, aufbringen, weil er ja selber dieser Schwachheit unterworfen war. Und nicht nur das, sondern er ist und mit den Seinen auch in diese Sünden hineingefallen und deswegen musste er nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selbst solche Opfer darbringen. Und dieses Hineinverstricktsein in die Sünden, das nimmt seinem Dienst Kraft und Integrität. Und oft genug ist es auch so, dass der selber in dem Bösen drinsteckt, für die Bosheit der anderen eben gerade kein Verständnis hat. Nicht mehr, sondern weniger oder gar keines. Weil er das, was er bei sich selber nicht akzeptieren kann, wovon er weiß, dass es verkehrt ist, bei den anderen nicht erträgt. Und deshalb so viel Grausamkeit und Herzlosigkeit auch im priesterlichen Dienste, nicht nur in dem des alten Bundes. Und deswegen muss ein neuer Mittler zwischen Gott und den Menschen her, einer, der in allem Verständnis für uns hat, weil er in allem, wie wir in Versuchung geführt wurde, der aber selber nicht ein sklerotisches, hart gewordenes Herz hat, sondern eine unbeschädigte und unbeschränkte Fähigkeit, Gott und die Menschen zu lieben. Und das ist Jesus. Er ist kein Nachfolger und Nachkomme der Priesterdynastien. Er stammt nicht von Zadok ab oder von Abiatar, sondern er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, des legendären Königs von Jerusalem, von dem man nicht wusste, woher er kam und wohin er ging. Jesu Priester Schaft und Priestertum ist vom Himmel.
Und der Vater hat ihn eingesetzt, um den Dienst für die Menschen zu tun. Mit seinem hohen priesterlichen Segen segne er sie alle.